sind in Kenia auf dem Weg nach Kulich, ein Dorf im Westen des Landes. Die AIDS-Rate liegt hier bei über 20%. In dieser Region leben daher besonders viele Waisenkinder, deren Eltern an AIDS gestorben sind. Es gibt eine besondere Schule, die solchen schutzbedürftigen Kindern hilft. Bild besucht die Schule im kenianischen Kulich, begleitet mehrere Schüler, Fidel, Sarah und Rosila, und hört ihren Träumen, Wünschen und auch Schicksalen zu. Fidel studiert in der 5. Klasse. Seine Mutter ist vor 5 Jahren gestorben und sein Vater liegt seit 11 Jahren mit einer bedrohlichen Allergie im Krankenhaus. Er wohnt alleine mit seinem 15-jährigen Bruder Ronny. If I could not be studying, I could not talk English. My dream is if I grow up, I would like to be a soldier. Soldier? Yes. Why soldier? To protect my country. So wie Fidel haben alle Schüler dieser Schule Träume und Wünsche. Die Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder unterstützt diese Schule. 180 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren besuchen sie. In Kenia ist die Schule nicht kostenlos und viele Menschen leben in ärmlichsten Verhältnissen. Darum ist Bildung fast ein Luxus. Diese Schule wird durch die Spende finanziert und die Kinder können mit einer ganz geringen Gebühr zu dieser Schule gehen. Die 12-jährige Sarah besucht jetzt die 7. Klasse, ist Klassensprecherin und möchte Journalistin werden. If you go to school, you capture whatever you didn't know, or you be more than those who are there. The background where we come from, the parents are poor, or the parents they lacked education, or those who can educate them. My dream is I want to be a geologist. Die St. Michael Preparatory and Orphanage Schule ist wichtig in dieser dünn besiedelten Region. Manche Schüler gehen 5 Kilometer von der Schule nach Hause. Sarah lebt nicht so weit entfernt. Sie lebt im Vergleich zu ihren Mitschülern in besseren Verhältnissen. Ihr Vater ist Fischermann in Uganda. Hello. Hi. Hello, your mom? Yes. Hello, nice to meet you. Hello. Welcome. Thank you. In ihrer Wohnung stehen 10 bis 15 gelbe Trinkwasserbehälter. Ihre Mutter und sie müssen jede Woche mindestens einmal Trinkwasser holen gehen und lagern es hier. Die Mutter kümmert sich um das Haus und verkauft Waren in der Gegend. Mit der Unterstützung von den Geschwistern und Sarahs Vater kommen sie über die Runden. Mitschülerin Rosila, die ist 12 und lebt anders. Our father was to go at the lake. He have not come back. When? 2019. And he have not come back. We remain with my mother. And my mother is searching food. He's searching firewood. Then we can eat. Ihr fällt es schwer, über ihren Vater weiterzureden. Sie wartet jeden Tag auf ihn. Trotzdem träumt sie von einer besseren Zukunft. I continue to study because I want to be a sister. Die einzige Hoffnung für diese Kinder. Hier kümmern sich die Schwestern einer Kirche um Essen für die Schüler. 2x pro Tag gibt es warmes Essen. Denn arme, hungrige Münder brauchen Nahrung. Die Schule ist noch lange nicht mit allem ausgestattet, was sie braucht. Essen müssen die Kinder draußen auf dem Boden. So here is where we will build the dining. The dining you will build here? Yes, so that the children may not eat outside. Once it, when during the rainy season, yeah, it poses a challenge, because there's nowhere they can eat, and of course now some are too young also to be eating just outside. You never know, the birds can come and scoop their food. Die Schwestern, sie kümmern sich seit 2005 darum, dass die Schule nicht nur mit notwendigen Gebäuden ausgestattet wird, sondern auch mit notwendigen Sanitäranlagen und Wasserversorgung. So these are the toilets, these are for the boys, for the girls are behind. Sie verwalten die Gelder und kümmern sich um Spenden.
Eine Arbeit, die sie jedes Jahr aufs Neue vor Herausforderungen stellt. Für die Schwestern zählt immer das Wohl der Kinder. Und die Bildhilfsorganisation Ein Herz für Kinder unterstützt sie bei dieser Arbeit. Ich habe jetzt gesagt, ich bin nicht mit jemandem reingegangen, weil es nicht so geworden ist, wie der Aber die Wirtschaft.